Der Mut ist der Motor. Und ohne Motor gibt's keine Bewegung. Man muss den Wagen schieben. Der Mut, die Tapferkeit ist der Motor. Und ohne Motor gibt's keine Bewegung. Und ohne Bewegung gibt's kein Aufstehen. Und ohne Aufstehen gibt es keine Veränderung. Und ohne Veränderung bleiben wir so, wie unsere Lage jetzt ist. Und wer ist zufrieden mit dieser Lage? Welcher Muslim kann zufrieden sein mit dieser Lage? Wer? Aber ich sage es euch, viele Muslime sind damit zufrieden. Ein Bruder, der erzählt mir, der macht Lease-Projekte in einer Stadt in Deutschland und dann hat die Moschee bei ihm um die Ecke, die haben Flyer verteilt für den Tag der offenen Moschee. Dann hat er gesagt, ich will gerne ein paar Flyer mitnehmen, damit ich auch ein paar Leute einladen kann. Vielleicht kommen die in die Moschee zum Tag der offenen Moschee. Da sagt der von der Moschee zu ihm, ja, nein, lieber nicht, wir wollen keine Probleme haben. Wenn es gut läuft, dann soll man es so lassen, wie es ist. Der meint, bei ihm läuft's gut. Ach, bei dem kommen freitags, haben wir einen Unterricht, da kommen 10 Mann zum Unterricht. Und manchmal, wenn die Prediger einladen, kommen 30 Leute. Das ist gut. Ach, wie viel Prozent von deiner Stadt sind das? Wir haben das ausgerechnet. 0,01% deiner Stadt erreichst und dir geht's gut. Ach, da lachen wir, ach, das ist das Problem. Glaub es mir, das ist das Problem, dass wir nicht aufstehen wollen, wegen diesen ganzen Feiglingen. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Takbir! 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 Deswegen müssen wir bereit sein, vor dem Pharao zu stehen, Brüder. Brüder, mein Herz will zerreißen. Mein Blutdruck will durch die Decke schießen. Wenn ich sowas höre, du bist zufrieden mit 0,01% der Leute. La haula wa la quwwata illa billah.